Hallo zusammen. Einer verbreiteten Meinung zufolge sind die erstaunlichsten Entdeckungen im Leben meistens dem Zufall geschuldet. In unserem heutigen Beitrag werdet ihr unglaubliche Orte, faszinierende Gegenstände und Botschaften aus längst vergangenen Zeiten sehen, die völlig überraschend entdeckt wurden. Die einen davon sorgen für Gänsehaut, die anderen lassen einen schmunzeln, aber keiner dieser Funde dürfte euch kalt lassen. Lasst uns loslegen. Die Tiefen des Ozeans stecken voller Geheimnisse und manchen Glückspilzen gelingt es, einigen davon auf den Grund zu kommen. All diese Autos und Motorräder befinden sich an Bord der berühmten Thistlegorm. Es war ein britisches Militärfrachtschiff, das im Jahr 1941 von der deutschen Luftwaffe versenkt wurde. Das Wrack liegt auf dem Grund des Roten Meeres in etwa 30 Metern Tiefe. Neben den Motorrädern und Autos sind hier auch diverse Gefechtsmunition, Ersatzteile, 4 leichte Schützenpanzer und sogar 2 Dampflokomotiven zu finden. Stadtlegenden über Schätze, die angeblich von irgendjemandem vergraben wurden, erweisen sich nur selten als wahr. Dies gilt aber nicht für die folgende Geschichte. In der kleinen englischen Stadt Bodmin hat man in einem alten Schuppen einen echten Sensationsfund gemacht, bei dem es sich um 8 längst verschollen geglaubte Motorräder der Marke Broth handelte. Die als Rolls-Royce der Zweiräder geltenden Broth standen über 50 Jahre ungenutzt. Verschiedenen Schätzungen zufolge könnte die kleine Sammlung bis zu 3,5 Millionen US-Dollar wert sein. Das ist ein Lamborghini Miura P400, Baujahr 1967, der seit Ende der 1980er Jahre in der Stadt Evanston, Illinois, in einer alten Scheune verstaubte. Der Oldtimer wurde allerdings nicht zufällig entdeckt. Im Grunde handelt es sich um ein vergessenes Familienstück, das man erst 2016 wiedergefunden hat. Selbstverständlich war seine Restauration sehr aufwendig, doch sie war der Mühe definitiv wert. Im Durchschnitt kostet so ein Wagen heutzutage ungefähr 300.000 US-Dollar. Gesetzeshüter machen im Rahmen der Diensterfüllung häufig an Tatorten oder anderswo überraschende Funde. Und manche davon lassen sogar erfahrene Spezialisten staunen, wie etwa im folgenden Fall. In einem Lager in einem kleinen Vorort des australischen Sydney stieß die Polizei auf gestohlene Wertsachen, darunter Goldbarren, Antiquitäten und Bargeld in Bündeln in Wert von sage und schreibe 6,5 Millionen US-Dollar. Drückt doch mal auf den Gefällt-mir-Button, wenn ihr euch nach dem Anschauen dieses Videos auch auf die Suche nach vergessenen Schätzen macht. Diese kleinen Häuschen, die wie uralte Gerüfte anmuten, stehen auf einer Fläche von fast 500.000 Quadratmetern. Der Ort ist ein echtes Paradies für Urban Explorer. Der gigantische verfallene Villenkomplex, der für wohlhabende Kunden gedacht war, liegt im Bezirk Nanshan, der chinesischen Metropole Chongqing. Mit seiner Errichtung begann man Ende des 20. Jahrhunderts, doch als er zu 70% fertig war, ist das zuständige Bauunternehmen pleite gegangen und die Bauarbeiten wurden abgebrochen. Ein paar Jahre später hat man sie allerdings wieder aufgenommen, jedoch bald wieder eingestellt. Seitdem lockt dieser Ort zahlreiche Abenteurer an. Es ist sicherlich toll, verlassene Gebäude zu besichtigen. Aber noch mehr Spaß macht es, einen vor Jahren abgestürzten Helikopter zu erkunden. Diesen Hubschrauber hat eine Gruppe niederländischer Wanderer gefunden. Einige Nutzer behaupten, dass es ein amerikanischer Bell UH-1 ist, der in den 1950er Jahren gebaut wurde. Lasst uns in den Kommentaren wissen, um welches Modell es sich eurer Meinung nach handelt. Man sagt, wer sucht, der findet. Aber man findet nicht immer das, wonach man sucht. Der Uploader dieses Clips heißt Ed und sein Hobby ist es, mit einem Metalldetektor nach verloren gegangenen Gegenständen an Stränden zu suchen. Und bei einem seiner Ausflüge fand er etwas viel Wertvolleres als ein paar Geldstücke. Oh, hell no. Nah, I'm his werewolf way.
Oh, man. No way. Look at that. You see that? Look at that. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh man, there's over 100 grand here. Ah, God. Das Päckchen erhielt nach Worten des Glückspilzes Scheine im Wert von über 100.000 Dollar. Da fragt man sich, wie sie dort wohl gelandet sind. Sind sie vielleicht von Bord eines Piratenschiffes ins Wasser gefallen oder waren sie als Besteckungsgeld für Poseidon gedacht? Stellt euch mal vor, wie cool es wäre, einen vollkommen verlassenen Ort zu finden, der wie ein kleines postapokalyptisches Städtchen aussehen würde. An old Fiat. Got an old Beetle. Wow, an old Merc. An old C-15 van. Der Uploader dieses Clips hatte eines Tages das Glück auf ein verwahrloses Grundstück mit jeder Menge verlassener Autos und sogar einem echten Hubschrauber zu stoßen. Laut dem Abenteurer waren fast alle Fahrzeuge abgeschlossen. Wer weiß, vielleicht hat der Besitzer diesen Ort in Eile verlassen müssen. Das wäre eine tolle Kulisse für einen Film oder ein thematisches Fotoshooting. Oder findet ihr, dass es hier spuken könnte und man sich hier besser nicht zu lange aufhalten sollte? Und bei diesem überraschenden Fundstück handelt es sich nicht nur um etwas Außergewöhnliches, sondern auch um etwas, das durchaus eine praktische Anwendung finden kann. Vorausgesetzt, man ist imstande, es wieder zum Laufen zu bringen. Ein Metalldetektor kann wie gesagt sehr nützlich sein. Die zwei haben mithilfe eines Metallsuchgeräts in einem Waldstück ein Java-Motorrad gefunden. Die Produktion dieses Modells begann 1929 in der Tschechoslowakei. Gleich werdet ihr wahrscheinlich alle Buchsammler und Bibliothekaren der Welt beneiden. Na, gebt zu, dass ihr auch die Gewohnheit habt, Geld in Büchern zu verstecken. Seit über 30 Jahren tauchen an einem Abschnitt der bretonischen Westküste mysteriöse Gegenstände auf, die die Anwohner vor ein Rätsel stellen. Die Rede ist von hunderten Plastiktelefonen in Garfield-Form. Warum werden die orangefarbenen Festnetzgeräte seit so vielen Jahren dort immer wieder angespült? Sind es vielleicht irgendwelche komischen Botschaften unbekannter Meeresbewohner? Nein, des Rätsels Lösung ist viel einfacher. In den 80er Jahren versank in diesen Gewässern ein Frachtcontainer voller Garfield-Telefone, der seitdem in einer schwer zugänglichen Felsspalte festklemmt.
Ein Großteil der Ladung haben die Strömungen mittlerweile zum Leidwesen der Umweltschützer über den ganzen Ozean verteilt, sodass die Fundstücke in Frankreich heute als Symbol für die Plastikvermüllung der Meere gelten. Der nächste Fund ist weder mysteriös noch gruselig und hat seinen Entdecker sicher viel Freude bereitet. Mitarbeiter des Liberty Hall Museums in US-Bundesstaat New Jersey haben folgende Entdeckung gemacht, als das Museumsgebäude 2017 renoviert wurde. In einem alten Keller fanden sie etwa 100 Flaschen Madeira aus dem 18. Jahrhundert. Es ist ein süßer, mit Branntwein angereicherter Wein. Der Raum wurde zur Zeit der Prohibition aus naheliegenden Gründen durch eine Wand aus Sperrholz und Gips vom Rest des Gebäudes getrennt. Laut Experten ist eine solche Flasche zwischen $10,000 und $25,000 wert. Wie kommt man schnell und leicht an 1 Million US-Dollar? Ganz einfach, indem man sein Zuhause öfter aufräumt. Das ist kein Scherz. Der 54-jährige Kenneth Morgan aus Florida hat mal einen Powerball-Lottoschein in einem Spirituosenladen gekauft und ihn anschließend, wie es oft der Fall ist, in seine Schreibtischschublade gesteckt. Ein Monat später, als er beim Putzen war, fand er den vergessenen Lottoschein wieder und kam zum Schluss, dass das Schicksal es mit ihm sehr gut meinte. Man könnte denken, dass dieses kurze Video von Apple in Auftrag gegeben worden wäre. Abel, komm her. Komm her. Found a phone. Cold, cold, cold. Yay. iPhone. iPhone. It's a nice one too, huh? Yeah. Doch der Hightech-Riese hat damit gar nichts zu tun. Der Macher dieser Aufnahmen sucht hobbymäßig in verschiedenen Gewässern nach seltenen Gegenständen. Und diesmal fand er ein iPhone 7 unter dem Eis eines zugefrorenen Flusses. Das mag wenig eindrucksvoll klingen, aber das Besondere an dieser Geschichte ist, dass das Gerät trotz des langen Verbleibs im Wasser nach dem Trocknen wieder voll funktionsfähig war. Das ist wohl ein Anblick, mit dem man wohl am wenigsten rechnet, wenn man baden geht. Das gilt aber nur für einfache Badegäste und nicht für Profitaucher. Dieser Autofriedhof liegt in etwa 50 Meter Tiefe auf dem Grund einer überfluteten Baugrube in Nordwales. Es handelt sich um vor Jahrzehnten gestohlene Wagen, deren Anzahl sich nach Schätzungen der Taucher auf 30 bis 40 Stück beläuft, von denen einige über 50 Jahre alt sein dürften. Irgendjemand sollte unbedingt Skelette aus einem Biologieraum an Steuer dieses Autos setzen, um die künftigen Taucher noch mehr zu beeindrucken. Wenn ihr es für unmöglich haltet, dass ein so großes Flugzeugwrack lange in einer offenen Landschaft herumliegen könnte, ohne entdeckt zu werden, dann habt ihr völlig recht. Doch dieser Ort war nicht immer ein kahles Feld. Dieses brachliegende Trainingsgelände der britischen Luftwaffe wurde 2004 bei der Rodung des Waldes entdeckt. Zur Zeit des Kalten Krieges sollte an diesem Ort einer von insgesamt 60 Militärflugplätzen entstehen, doch die Bauarbeiten wurden nie beendet. Darum wurde das Gelände ausschließlich zum Testen von Triebwerken und anderen Flugzeugsystemen genutzt. Achtung, die nachfolgenden Bilder könnten in euch den unbezwingbaren Wunsch wecken, in eurer Wohnung alles auf den Kopf zu stellen und sämtliche Wände einzureißen. Auch wenn ihr schon euer ganzes Leben lang im selben Haus wohnt und noch nie etwas Außergewöhnliches darin gefunden habt, ist es kein Grund, traurig zu sein. Die Geschichte von Jonathan Bostock dürfte euch Hoffnung machen. Der 62-jährige Engländer hat dieses fantastische Bauwerk beim Schneiden des Efeus in seinem Garten entdeckt und das, nachdem er ganze 25 Jahre auf dem Grundstück gewohnt hat. Die 3,5 Meter hohe Backsteinkonstruktion wurde vermutlich Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet und ist mit Austernschalen, Knochen und Zähnen von Kühen und Schafen verziert. Die Aristokraten hatten damals ziemlich skurrile Schönheitsvorstellungen, nicht wahr? Eine solche Zeitkapsel möchte bestimmt niemand neben seinem Haus entdecken.
Dieser eine halbe Tonne schwere Sprengbombe mit einem Wirkungsradius von 170 Metern wurde völlig zufällig in einem winzigen weißrussischen Dorf bei Bodensanierungsarbeiten von einem Baggerführer gefunden. Zum Glück hat er den gefährlichen Fund sofort an Sprengspezialisten übergeben, die ihn anschließend in einem abgelegenen Gelände kontrolliert gesprengt haben. Da fragt man sich, wie viele gruselige Artefakte noch unter unseren Füßen lauern. Manche Leute wohnen in einem ganz normalen Haus, ohne zu wissen, dass sich hinter einer der Wände ihre persönliche Sauna mit Wellnessbereich verbirgt. Hoffentlich wird dem Hauseigentümer demnächst kein im Bademantel herumlaufender Geist begegnen. Hier ist ein weiteres Beispiel dafür, dass man bei einer Renovierung des eigenen Zuhauses eine unglaubliche Entdeckung machen kann. Im Mai 2022 hat eine deutsche Familie plötzlich festgestellt, dass das Badezimmer und die Abstellkammer ihres Hauses Teil eines Kleintransporters waren. Ja, eines alten Ford, der vor langer Zeit in ihr Haus eingebaut wurde, was sie jahrelang nicht bemerkt haben. In Bezug darauf, wie es dazu kam, gibt es eine ziemlich glaubwürdige Version. Die Gebäude stehen an einem Ort, wo man früher Seeurlaub machte. Und das Fahrzeug fungierte damals als Teil einer überdachten Konstruktion, die später zu einem vollwertigen Haus ausgebaut wurde. Die Geschichte dieser Entdeckung ist so unglaublich, dass man sie kaum für möglich hält. Als Chris und Colleen Otkesek 2013 ihr Haus in Kalifornien erworben haben, hatten sie noch keine Ahnung, welcher Bonus ihnen dabei zuteil wurde. What? Oh my God, that's so cool! Oh my God! What? Oh my gosh, the things you find during inspections! Was das Ehepaar zunächst für ein Erdloch in ihrem Hinterhof hielt, stellt sich als Abstieg in einen 4,5 Meter tiefen Bunker heraus. Darin fanden sich Konserven, Kleidung, Medikamente, Gegenstände der persönlichen Hygiene und sogar Unterhaltungsartikel wie Zeitschriften. Das Ganze war auf die Bedürfnisse von 4 Personen für ein paar Wochen ausgelegt. Wie später herauskam, wurde der unterirdische Schutzraum 1961 für den Fall eines Atomkriegs vom ehemaligen Besitzer ihres Grundstücks, dem Atomphysiker Alvin Kaufmann, gebaut. Sie haben übrigens nicht vor, den Bunker umzubauen und wollen ihn für die künftige Generation instand halten. Ein einsamer Mann zieht in eine neue Wohnung in einem schicken Haus aus der viktorianischen Zeit um und stolpert dort plötzlich über eine komische Bodenluke, die in die finsteren Katakomben eines verlassenen Klosters führt. Klingt nach einem typischen Horrorfilm, oder? Aber das ist eine echte Geschichte, die einem Briten passiert ist. So, let's have a look in here first. Die Wände dieser unterirdischen Räume waren voller Graffitis. Unter anderem fand der Engländer eine Zeitung aus dem vorletzten Jahrhundert und eine Art Bett, das wie ein Sarkophag aussah. It's like a brick seat or bed. Das Ganze erinnert stark an die Szenerie aus dem Computerspiel Dark Souls. Und welche Assoziationen habt ihr dazu? Return back. Jeder Angler hat seine eigene Vorstellung von einem guten Fang, insbesondere wenn es um unkonventionelle Formen des Angelns geht. Nehmen wir zum Beispiel das Magnetangeln, bei dem Neodym-Eisen-Bohrmagnete zum Einsatz kommen.
Damit ziehen Schatzsucher nicht nur jede Menge Metallschrott, sondern auch ziemlich wertvolle Dinge aus dem Wasser, die sowohl Historiker als auch Sammler interessieren könnten. Geverrückt. Helt galet. Jävla svärd i för fan. Helt galet. Skojar du med mig eller? Man freut sich immer, wenn man eine ungewöhnlich geformte Muschel am Strand findet. Und wie wäre es mit dem Panzer eines riesigen Gürteltiers aus der Voreiszeit? 2019 hat eine Gruppe argentinischer Fischer einen seltsamen Stein im Sand gefunden. Die am Fundort eingetroffenen Experten kamen zum Schluss, dass es sich um den Panzer eines Glyptodonten handelt, eines Vertreters der Megafauna, der vor über 10.000 Jahren gelebt hat. Das Fossil war erstaunlich gut erhalten und mit Ausnahme eines kleinen Lochs praktisch unbeschädigt, was sehr selten vorkommt. Wie es bei ungewöhnlichen Funden oft der Fall ist, wurde dieses mysteriöse Boot, das bei einer Entdeckung an die Klippen angekettet lag, sofort mit Legenden umrankt. Wir vermuten, dass es sich dabei um einen verlorenen Teil eines mandalorianischen Raumschiffes handelt. Und was denkt ihr? Na, ist es uns gelungen, euch zu beeindrucken? Wenn ja, schreibt in die Kommentare, welcher Fund euch am besten gefallen hat. Teilt eure Geschichten und vergesst bitte nicht, uns zu liken. Bis bald!